Ja, guten Tag, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank dem Bacharchiv, dass Sie mich eingeladen haben. Frau Gosch gerade schon erwähnt, es handelt sich um eine kleine, feine Liebesaffäre zwischen mir und diesem Cembalo, das ich mit ausgesucht habe. Ich lege das hier mal eben beiseite. Wir hatten verschiedene Instrumente im Angebot und dieses ist mir damals schon vom Timbre her und von der Spielart her auch aufgefallen als besonders fruchtiges Instrument im Klang, besonders blühendes Instrument. Und das fand ich mit das schönste Instrument. Wir haben es dann ja auch gemeinsam ausgesucht in der Kommission. Das war also schon lange ein Wunsch, dass ich dieses Instrument mal spiele. Ich möchte mal kurz erklären, worum es sich beim Spezifischen des italienischen Cembalos eigentlich handelt. Es gibt also zwei Haupttypen, so, die sich entwickelt haben im Cembalo-Bau. Das eine ist das italienische Cembalo und das andere ist das flämische, was also in Antwerpen vor allen Dingen von Rückers gebaut wurde. Die alten französischen Cembali des 17. Jahrhunderts, die sind ähnlich wie die italienischen Cembali. Die späten französischen Cembali, so im 18. Jahrhundert wiederum, das sind Nachbauten oder Umbauten von flämischen Instrumenten. Vor allem von Instrumenten der Rückers-Dynastie, die waren sehr begehrt. Die hat man sozusagen ein bisschen aufgemotzt, ein bisschen größer gemacht, im Umfang vergrößert. Ich würde jetzt zu weit führen, darauf im Detail einzugehen. Die deutschen Instrumente waren teils beeinflusst vom italienischen Cembalo-Bau, waren aber auch mit die ersten. Also vielleicht sehen wir das von heute her auch ein bisschen falsch. Es kann auch sein, dass es in Deutschland einige wichtige Erfindungen zu Beginn des Cembalos gegeben hat. Also deutsche Cembali gehören mit zu den ältesten, die wir kennen. Und dieses italienische Instrument, wie es hier vorhanden ist, zeichnet sich dadurch aus, dass es dünne Wände hat. Dies ist ein Faust in der Outer. Also normalerweise hätte man hier so ein Schmuckkästchen, da würde ein Instrument mit ganz dünnen Wänden reingeschoben und es ließe sich da aber auch rausnehmen. Es gibt aber dann eben auch einen Bautyp, wo der innere und der äußere Kasten quasi zusammengeleimt sind. Das nennt man dann ein Faust in der Outer, weil es gibt nicht wirklich einen extra Innenkasten, sondern das ist zusammengeleimt und bleibt dann einfach so. Das hat dann den Vorteil, da kann man dann den Deckel auch haben. Und es ist robuster im Transport. Und hier habe ich auch das Gefühl, es macht gar nichts, dass man durch dieses Faust in der Outer etwas dickere Wände hat. Das ist immer noch sehr, strahlt noch sehr viel hier durch die Zagen ab. Eins der Vorbilder für die Entwicklung des Cembalos war die Laute. Deswegen vielleicht auch diese dünnen Zagen, obwohl es somit ja noch völlig anders aussieht. Aber so eine Laute zu mechanisieren, überhaupt ein besaitetes Zupfinstrument, Cembalo ist ein Zupfinstrument mit Tasten zu versehen. Das war wohl die ursprüngliche Idee. Und was man aber nicht gemacht hat, ist die Beseitung der Laute, die hatte ja ursprünglich auch Damensaiten, das hat man nicht übernommen, sondern man hat von vornherein also Messing genommen oder Eisen bzw. Stahl. Bei den Italienern rein Messing normalerweise, von unten bis oben in verschiedenen Stärken. Und bei den flämischen Instrumenten wird es dann ab der Tenorlage doch Stahl. Das bedeutet dann, können die Saiten hier an der Diskantseite länger sein. Man hat nicht diese scharfe Kurve wie hier. Das ist etwas ausgeglichener dann. Der Vorteil, wenn man so eine Messingbeseitung hat, ist die Mensur, die klingende Länge ist hier oben ziemlich kurz. Das haben vielleicht die Flammen eher für einen Nachteil empfunden. Hat aber auch einen Vorteil, es klingt oben sehr glockig. Ich spiele Ihnen jetzt mal eine C-Dur-Tonleiter im hinteren Register. Spiele ich mal von oben nach unten durch und hören Sie mal genau hin, weil ich weise gleich nochmal auf ein Phänomen, das mir gestern erst so richtig aufgefallen ist. Sie haben vielleicht gehört, es gibt so einen, ja, wie soll ich das nennen, so eine Traube von Obertönen, die da drauf steckt, die ist immer da und sie bleibt immer in etwa, wo sie ist. Das heißt, die Tonhöhe an sich geht ganz weit runter, aber diese Häufung von Obertönen bleibt etwa da.
ist der Klang wird nach unten immer hohler. Ich meine, es gibt ja die Resonanz von dem Instrument für den Grundton auch. Aber oben ist man dieser Wolke von Obertönen näher und unten hat sie einen ziemlichen Abstand von den Tönen. Dadurch klingt es dann hohler und heller auch. Weiß ich, wenn Sie so italienische Popsänger kennen, so Adriano Celentano oder so, es knarzt richtig so ein bisschen, wie die singen. So etwa stelle ich mir dieses Instrument unten in der Basslage vor. Während in der hohen Lage hat es was von Bel Canto, also von richtig schönen Stimmen mit unglaublich schöner Resonanz und sehr, sehr edel. Also diese Töne hier. Das ist einfach sehr schön und edel auch. Ne? Also dieses Instrument hat beides in sich und wir kennen dieses Phänomen, dass so eine Obertonbildung etwa am Platz bleibt, mit einigen Stufen vielleicht, auch von der Orgel, das Register Zimbel. Es gibt viele Zimbelregister, die genauso aufgebaut sind. Es gibt bei den italienischen Orgeln auch diese hohen Register und die repetieren auch. Also sie springen auch immer zurück, wenn man von unten nach oben spielt. Sie können nicht beliebig hoch werden, sondern sie springen dann zurück. Das ist ein ähnliches Phänomen wie hier am Cembalo. Ich habe jetzt zum ersten Mal begriffen, warum heißt das Ding eigentlich Cembalo. Cembalo für Zimbalum. Also es geht um die Zimbel. Das war den Leuten wohl schon sehr früh klar, dass diese Charakteristik etwas sehr Zimbelähnliches hat. Danach haben sie das Instrument dann benannt. Es gibt natürlich viele, viele Namen für das Cembalo. Es gibt Harpsichord, weil es eben auch Ähnlichkeit mit der Harfe hat. Es gibt Clavecin, weil es eben Tasten hat. Also gibt so, in Deutschland hat man manchmal auch nur Instrument gesagt, aber klar, das Cembalo ist gemeint. Also da gibt es einige Namen, aber gestern ist mir doch, als ich das entdeckt habe, ist mir der Name Cembalo wieder so richtig lieb geworden. Ist ja auch ein italienischer Name. Hat ja wohl seinen Sinn, dass die das so genannt haben. Ja, ich beginne mit Stücken von Girolamo Frescobaldi, der war Organist im Petersdom in Rom. Einer der berühmtesten Tastenmenschen seiner Zeit, an einer bedeutenden Stelle natürlich. Und Frescobaldi hat das für die Tasten gemacht, was Monteverdi und andere für die Stimmen und für die Oper gemacht haben, nämlich eine Musiksprache geschaffen, die zum ersten Mal viel Bezug zu anderen Künstlern, vor allen Dingen zum Sprechen und Singen. Man kann fast sagen, diese Toccaten sind Madrigale, die er aufs Cembalo transkribiert hat. Da gibt es natürlich auch einige Läufe, einiges virtuoses Zeug, das gab es auch vorher schon im Mittelalter gab es, Spätmittelalter, sehr virtuose Orgelmusik, die wir kennen. Und in der Renaissance bei Sweling und anderen gibt es auch schon sehr virtuose Tastenmusik. Aber diese Idee, dass mit dem Madrigal, also mit einem ausdrucksvollen Vokalstück, dass man auch, wo man auch Text, wo man Empfindungen, Stimmungen, die auch wechseln, reproduzieren kann. Das hat Frescobaldi eigentlich in die Musik erst so richtig eingeführt. Und wenn man seine Musik erlebt und spielt, dann ist man so an der Wurzel des Barock. So ging es irgendwie los. Das ist, als ob man eine Monteverdi-Oper hätte, da ist das Gefühl ganz ähnlich. Und genauso, wenn man nach Rom geht und sich die Kirchen anguckt, es scheint, wenn es so die ältesten Kirchen sind, dass man da wirklich der Geburt des Barock sozusagen zusehen kann. Ja, und diese Toccaten sind also, sie haben etwas Improvisatorisches schon in sich. Ist dann fast ein bisschen schwer, danach noch zu improvisieren, weil die auch selber schon sehr improvisatorisch sind. Ich werde das trotzdem probieren. Also jetzt gibt es zwei Toccaten von Frescobaldi und zwischendurch die Partita sopra Romanesca. Romanesca ist ein Harmoniemodell und Melodiemodell. Das werden Sie raushören, denke ich, wenn ich es gleich spiele. Der Witz ist, eigentlich ist es ein Modell im Dreiertakt. Aber in allen Romanesca-Kompositionen, die wir aus dem Italien des 17. Jahrhunderts kennen, ist das in einen Vierertakt eingepasst. Also so, dass das schwebt. Man merkt, es gibt zwei Akzente, einen vom Harmoniewechsel her und dann einen anderen durch diese Viererordnung. Es stehen eigentlich immer vier halbe in den Takt drin und ab der Mitte der Romanesca bringt Frescobaldi sozusagen den Cantus Firmus, also die Harmonien, auf die doppelte Länge. Das ist eine Vergrößerung, dann dauern die Variationen länger, das breitet sich unglaublich aus.
Ja, was auch schön ist an diesem Instrument, werden Sie auch hören, wenn man alle beiden acht Füße zieht, es gibt zwei Register, dann ist es relativ trocken. Dann liegt es an mir, an dem Spieler, wie viel Nachklang ich habe. Man muss auf den Tönen immer nachlauschen, das macht auch sehr viel Spaß. Wenn ich nur ein Register wähle, dann schwingt der andere Seitenchor frei mit. Das heißt, es gibt einen richtig schönen Hall. Damit werde ich natürlich arbeiten. Hören Sie mal hin, das macht sehr, sehr viel Spaß, sich so seinen Raum selber machen zu können mit diesem Instrument. Das ist ein weiteres Vergnügen, was man mit so einem italienischen Cembalo haben kann. Ja, dann nochmal vielen Dank, dass ihr alle da sind. Und jetzt starten wir mit der Toccata Leggera.
Ja, man hat vielleicht bei dieser Toccata besonders schön gehört, es gibt Dialoge zwischen verschiedenen Stimmlagen. Es gibt irgendwie am Anfang so ein solistisches Klagen über irgendwas. Dann kam so ein kleiner Kommentar von anderen Stimmen, die gesagt haben, ist doch gar nicht so schlimm und so, lass dich doch trösten. Und dann kam die nächste Klage und so. Man kann sich da eine richtige dramatische Szene vorstellen mit diesen Toccaten. Das ist also das, was Frescobaldi in diese Tastenmusik hineingebracht hat. Damit hat er sie dem Madrigal in der Oper erheblich näher gebracht. Und was Sie vielleicht auch gehört haben, die Akkorde bleiben, wenn ich sie denn halte, sie bleiben ganz ruhig stehen im Klang. Das liegt daran, dass ich die sogenannte mitteltönige Stimmung eingestimmt habe. Das heißt, alle Akkorde, die ich in erster Linie brauche, haben in den großen Terz, also die Dur-Akkorde, haben eine reine große Terz. Das ist im Gegensatz zu dem, was man manchmal denkt, die ist tiefer als das, was wir heute auf dem Flügel haben. Also die großen Terzen heute bei der sogenannten gleichstufigen Stimmung, die wir auf dem Flügel haben, sind gespannter, die sind weiter und sind schärfer als in der Mitteltönigkeit. Vielleicht habe ich das bei einem anderen Konzert hier in Leipzig auch schon mal demonstriert. Also diese reinen Terzen gibt es für alle Tonarten, die man in der Epoche so braucht. Das ist C-Dur, ich habe jetzt nur G-Dur, D-Dur, A-Dur, E-Dur. So, und wenn ich jetzt weitergehe auf H-Dur, gibt es plötzlich die Katastrophe. Fis-Dur ist... Cis-Dur ist das und As-Dur ist das, also völlig unbrauchbar. Das darf man mal kurz berühren im Stück mit einer schönen Klangverzierung und dann geht das, aber bitte, ich kann also kein Stück in As-Dur in dieser Stimmung spielen. Es gab damals auch keine Stücke in As-Dur, also kein Problem. Was ich wohl riskieren muss hier, weil ich mich entscheiden muss, ich habe S eingestimmt, ab und zu gibt es H-Dur oder es gibt ein Dis. Kommt also mal, oder auch mal ein Fis-Dur. Es ist aber so momentan nur, dass es eigentlich kaum stört. Man kann sonst entscheiden, ob man so ein Cembalo in ein, zwei Tönen im Programm nochmal umstimmt. Messingsaiten sind aber sehr reißempfindlich, also das lasse ich mal lieber, das macht nur Stress. Also dann ist es besser, man entscheidet sich für eine Variante. Normal ist, dass man S hat und B hat und das bleibt dann für das ganze Programm. Vorausgesetzt, es gibt kein Stück, wo man wirklich viel Dis oder A is braucht. Dann lässt sich das sehr gut machen und so habe ich es ja auch gehandhabt. Jetzt kommt die erste Improvisation und ja, ich werde mal spontan sehen, was ich da machen kann. Mitteltönigkeit heißt natürlich auch, dass man beim Improvisieren Grenzen hat. Es ist nicht so wie auf dem Klavier in einer modernen Stimmung zu improvisieren, sondern ich muss mich ein bisschen auch an die Akkorde halten. Damals haben Musiker viel improvisiert. Berühmtestes Beispiel der Jubilar dieses Jahres, Karl Philipp Emanuel Bach, von dem wird das geschildert. Da war Charles Burney in Hamburg bei ihm zu Besuch und er soll sich nach dem Abendessen, wenn ich mich richtig erinnere, mit ihm noch in ein Zimmer zurückgezogen haben an sein schönes Klavichord und hat sich dann hingesetzt und improvisiert. Und dann schreibt der Burney, sein Kinn fiel herunter, seine Augen wurden starr und so. Und Burney ist ganz begeistert gewesen. Und Kaffee Mama hat gesagt, wenn er das häufig genug täte, er käme jetzt im Alter nicht mehr so viel dazu, dann würde er glatt wieder jung werden, hat er gesagt. Ich will jetzt mal versuchen, also ich lasse weder meine Kinnlade runterfallen, hoffentlich werde meine Augen auch hoffentlich nicht glasig machen. Ja, und jung bin ich noch so einigermaßen, also... Die Komponisten der damaligen Zeit, also Frescobaldi und Sorage und Sicherheit auch, haben viel improvisiert. Und diese Toccaten, diese Figuren, die man da hört, sind auch aus Improvisation herausgewachsen. Es ist jetzt schwer, das hier jetzt nachzuvollziehen, aber ich werde es einfach mal probieren.
Jetzt kommen wir zu Bernardo Storace, von dem wir eigentlich gar nicht viel wissen. Lustig ist die Sammlung, aus der ich spiele, selber die Komposition, ja sein Wald aus verschiedenen Kompositionen, ist 1664 herausgekommen. Das Original dieses Instruments ist von 1665. Also das passt gut zusammen, finde ich. Und das wusste ich gar nicht, als ich das Programm ausgesucht habe, aber ja, als hätte ich es halt gewusst. Da gibt es jetzt als erstes und drittes Stück wieder jeweils eine Partita, kann man sagen. Also verschiedene Variationen über ein Thema. Am Anfang ist das eine Spagnoletta. Das ist ein schönes, vergnügtes Tänzchen. Es hat sowas von Gitarre oder Mandoline an sich, diese ganze Komposition. Ich spiele es mit dem vorderen 8-Fuß-Register, was so ein bisschen, ja, eine etwas hellere, nasalere Klangfarbe hat als das hintere und ein bisschen leichter intoniert ist. Dann gibt es eine Passacaglia in A. Passacaglia, also eigentlich heißt es die Straße, also Passala Calla heißt es, glaube ich, im Original, dieser Begriff. Und hier ist es eigentlich Passacagli. Es gibt kein A am Ende dieses Wortes im Original. Jedenfalls, es kommt eine Bassfigur, eine harmonische Figur, die sich immer wiederholt und das wird auch unter ganz verschiedenen Charakteren durchgezogen. Eine ziemlich große Form, das wird belebt dagegen Ende. Am Anfang ist das noch ziemlich melancholisch. Dann kommt das dritte Stück, die Partite sopra cinque passi. Das ist auch so ein ähnlicher, eine ähnliche Ostinato-Sache wie die Romanesca. Und auch hier so, dass es eigentlich ein Modell im Dreiertakt ist, aber in einen Vierertakt hineingepackt, sodass es auch hier so was Schwebendes kriegt. Das haben die damals in der Zeit sehr häufig und sehr gerne gemacht. Quasi ein kleines Rätsel oder so ein kleiner Schwebezustand. Im Vergleich zu den wirklichen Tanzstücken, die sind immer ganz eindeutig in einem bestimmten Takt geschrieben, wo das auch mit dem Rhythmus genau hinpasst. Und sowohl bei der Romanesca wie beim Cinque Passi ist das halt anders. Was ja auch sehr, sehr reizvoll ist. Ja, so viel erstmal dazu und jetzt viel Vergnügen mit den drei Stücken von Storace. Der ist in Messina in Diensten der Stadt gewesen und die Stücke sind aber in Venedig herausgekommen, also so Süden und Norden. Das ist ziemlich faszinierend.
schön. Sie haben bei der Passacaglia bemerkt, dass es so Veränderungen im Charakter gibt. Es gibt bei manchen dieser Stücke, sowohl bei Fresco Baldi wie bei Sorage, eine weiße Notation. Also selbst wenn die 8 oder 16 schreiben, sind die Noten weiß. Ich versuche mal, das mal in den Raum zu halten. Vielleicht erkennt man es. Zum Beispiel auf dieser Seite ist jetzt kein Stück, das ich gespielt habe. Also die Noten sind innen nicht gefüllt. Was auch immer man daraus macht, ich halte es doch für einen Hinweis darauf, dass das eine ruhigere Gangart impliziert, einen, wie soll man sagen, traurigeren Affekt, einen nicht ganz so fröhlichen Affekt. Gleich ganz am Schluss bei der Storace Tacconna sind die Rahmenteile in ganz großen Notenwerten, alles maximal Viertel und auch viele ganze Noten und so, also Läufe stehen in Vierteln. Ich musste mir da Balken reinmachen, wenn ich da überhaupt durchgestiegen bin, weil das Riesentakte sind. Und dann die Mittelteile sind dann ganz modern notiert, ganz normal 12 Achtel und so. Und ich glaube, da ist es dann so, dass die Rahmenteile etwas eckiger, etwas sperriger, etwas energetischer sind und die Mittelteile sind milder und sanfter und so. Die Musikwissenschaftler haben sich viel Kopf darüber gemacht, über die Taktarten, über die Notationsweise. Wir haben so einige Anhaltspunkte, die wichtig sind, aber letztlich muss man das immer für sich selber entscheiden, was man daraus dann klanglich und gestisch macht. Sie auch gemerkt haben, dass in dieser italienischen Barockmusik der Tanz eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und deswegen habe ich da auch eben die Spagnoletta zum Beispiel ausgesucht, als Beispiel dafür, wo die sich auch ganz ungehemmt diesen Dingen hingeben. Also es ist einfach so, dass alle Künste sind irgendwie am Beginn des Barock noch so aus der Renaissance heraus sind vereinigt. Die Musiker wollten sehr, sehr vielseitig sein, Instrumente beeinflussen einander und das macht die Sache so interessant. So ein absolutes Spezialistentum hat man eigentlich nicht. Man weiß von den Frescobaldi-Toccaten und Partiten gar nicht, wie weit sind die auf Cembalo, wie weit auf Orgel. Es gibt einige Toccaten mit Pedal, da ist es dann relativ eindeutig. Und es gibt viele Stücke, wo man sich das auf einer kleineren Orgel in einer bestimmten Akustik vorstellen kann. Und man weiß auch nicht, wie weit die überhaupt jemals diese Stücke so gespielt haben, wie sie da stehen. Ob sie nicht jedes Mal, wenn sie das gemacht haben, wieder andere Passagen improvisiert haben oder so. Und Fresco Baldi schreibt auch, man könne abbrechen an gewissen Dingen, muss die Stücke nicht ganz spielen und so. Das war vielleicht auch, wenn man es in der Liturgie gespielt hat und der Priester am Altar war, dann an einer bestimmten Stelle musste man abbrechen. Und vielleicht war das so ein Hinweis darauf, vielleicht auch ein Verkaufsargument. Kauf, das ist trotzdem sehr praktikabel, selbst in der Liturgie. Könnte sein. Jetzt kommt noch eine Improvisation, bevor es zur Giacconna geht. Zu der sage ich dann nach der Improvisation noch kurz was. Ich werde hier mal versuchen, noch ein Ostinato-Modell, das ist der Follia, das kennen vielleicht auch einige, in eine andere Leidenschaft von mir mit Tanz zu packen, nämlich in eine Tango-Umgebung zu versetzen. Nun bin ich kein Tango-Pianist, ich bin sehr froh, dass ich Tango nicht auch noch spielen muss. Ich habe im Leben viel Tanzmusik gemacht und tanze inzwischen viel lieber, als dass ich Tanzmusik spielen würde. Aber mache ich heute mal eine Ausnahme und versuche mal, auf diese Follia ein Tango zu setzen. Vielleicht klappt's, das habe ich einfach auch noch nicht gemacht.
dass, ja, wenn man sich mit alter Musik beschäftigt, soll nicht nur das reine Museum sein, es muss irgendeinen Bezug zur Gegenwart haben, dann macht es gleich noch viel mehr Spaß und dann weiß man, dass man im Jahr 2014 lebt trotzdem. Jetzt kommt ein schönes Schlussstück, so eines der virtuosesten Stücke von Sarace in die Chacona. Und während die Passacaglien bei ihm über ganz verschiedene Modelle gehen, hat er noch eine Chacona, das ist die Chacona. Also dieses Harmoniemodell wird in Italien in der Zeit sehr, sehr häufig verwendet, ist sehr bekannt, wird heute auch noch viel als Improvisationsgrundlage verwendet. Also ist eine ganz bekannte Harmoniefolge. Ja, damit möchte ich mich von Ihnen und euch und dem schönen Instrument hier dann auch verabschieden. Und es war ein schöner kleiner Kreis hier, hat viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, Sie haben den Klang dieses schönen Cembalos genauso genossen wie ich. Also das war die Sache wert. Für mich war es eine zweite Neuentdeckung. Die Liebe wird andauern, sagen wir mal so.
ganz kleine Zugabe angesichts dessen, dass wir jetzt doch recht sonniges Wetter haben. Ein schönes italienisches Lied, ein Schlager, den wahrscheinlich jeder kennt, ein bisschen ins Barock verpflanzt.